ich doch niemals da hoch. Das Core, das auch nicht in eine Hand nehmen kann. Vielleicht muss ich einen alternativen Weg finden. Ja, der alternative Weg wäre... da reinzukommen. Von ich keine Ahnung habe, wie. Moment, nein! Hier ist eine Aufhöhle. Jetzt weiß ich wieder, wie ich das gemacht habe. Ich habe einen leeren hochgeschleppt. Nicht einen vollen. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich hinter dieses Gitter kommen soll. Ich habe immer so viel rumprobiert und nichts hat funktioniert. Ja, die Münzen dahinter. Weile, wir brauchen Walöle, um das Gitter hier sinken zu lassen. Ich kann es natürlich auch so machen wie beim ersten Mal und einfach, hui, wir hüpfen da drüber. Aber dann wieder hochzukommen wird ein bisschen trickreicher. Ja. Ja, das wird es in der Tat. Die sind ja immer noch da. Stimmt, stimmt. Ich habe das mit einem leeren gemacht. Weil einen vollen kann ich ja nicht da hochwerfen. Das würde explodieren. Ich kann ja nachher den vollen runterwerfen auf die Ratten. Not macht erfinderisch. So, ihr kleinen Aasgeier. Doch nicht, denn das... ich hasse euch. Genau das passiert, wenn ich jetzt den da hochwerfen würde. Als voller Tank. Ist er jetzt so mir landet oder habe ich ihn verbuggt? Verbuggt Sachen. Aber hey, ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier irgendwas rumglitsche. Vielleicht gegen die Wand werfen, damit er nicht so weit fliegt. Wobei, ja, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ist er oben geblieben? Gut. Not macht halt erfinderisch. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkomme. Oder kann ich das einfach dazu... okay. All die Male, wo ich das so durchgespielt habe, war ich mal wieder zu blind. Man lernt nie aus. Ich habe stetig versucht, da von der anderen Seite, da auf den Rohren, mich irgendwie so rum zu teleportieren und da durch. Das ist ja auch zu schmal.
Ja, Chicken denkt halt viel zu kompliziert für die ganzen Spiele. Wundert mich, dass ich die ganzen Rätselspiele wie Portal durchgespielt habe. Durchspielen konnte er. Über die Walljagd. Grevys Walhaus. Walhäuser. 300 Arbeiter. Zu Hochzeiten, nicht Hochzeiten. Ja, so typisch. So ein Fail hatten wir mal in, keine welche Klasse das war, aber Erdkunde, ne? Zehnmal Dinosaurier. Da hieß es so eine Frage in einem Test. Ja, was war denn die Hochzeit der Dinosaurier? Und wir haben alle Hochzeit verstanden. Und haben uns gefragt, hä? Dinos heiraten? Weil Hochzeit und Hochzeit wird ja gleich geschrieben. Hätten die sich nicht ein anderes Wort einfallen lassen können? So schrecklich, so schrecklich. Sehr schrecklich. Egal. Runter mit dir! Gut, dass wir jetzt das mit dem Ding geklärt haben. Ach ja, das war ja auch so eine Scheißstelle, als ich hier mit dem Archivfilament gemacht habe. Niemand darf dich bemerken. Unter keinem Umständen. Jemals. Ich wollte eigentlich mein Teleportieren abbrechen, aber ich bin abgesprungen. Weil Elf es auch fallen lassen. Machst du das? Wieso geht die Kette so hoch und runter? Vielleicht mir als erstes meinen anderen vorknöpfen. Dich zum Beispiel. Hat niemand gehört. Naja, hat niemand gehört. Kannst du dich auch in die andere Richtung drehen? Jetzt kommt doch noch hier lang. Oder? Ich wollte schon sagen, muss ich dich erstechen? Nein, muss ich nicht. Ausnahmsweise. Ich habe wirklich jetzt mit dem Gedanken gespielt, einfach. Nicht im Affekt einfach Leute erstechen, so wie ich es gerne tue, sondern richtig überlegt. Aber dann hat das Mann ja doch noch ausgereicht. Eine Walvivisektion. 42 Fuß lang. So viele Füße. Wieso wird eigentlich in Fuß gemessen und nicht zum Beispiel in Hände? Oder in Nasen? Verarbeitung von Walöl haben wir auch schon mal aufgeschlagen. Boah, wisst ihr, was mich jetzt eigentlich auch total interessiert nach dem vorherigen Level, wo wir den Lord Regenten ausgeschaltet haben?
Wir haben ihn ja bewusstlos gemacht. Und dann drehe ich natürlich um. Moment mal. Kennen wir den nicht? Kennen wir den nicht? So sieht man sich wieder, Oberaufseher, hä? Zurück zum Lord Regenten. Wir hatten ja den Lord Regenten bewusstlos gemacht. Und als wir dann diese Audiodatei abgespielt haben, kam ja wenig später diese Szene, wo er von den Wachen abgeführt werden. Was ich mich frage jetzt, wenn ich auf dem hohen Chaos-Faktor den Lord Regenten töte und, sagen wir mal, danach das Geständnis abspielen lasse, ob dann auch die Szene getriggert wird? Oder haben die Entwickler daran gedacht, dass der Lord Regent zu dem Zeitpunkt tot ist und dass die Szene nicht getriggert werden darf? Campbells Fluch. Verfluchte ihr Dummkopf hier am Burrows! Lord Regent, dass ich nicht lache, wir hätten beinahe alles gehabt. Jetzt trage ich das Zeichen des Ketzers bis ans Ende meiner kurzen Tage. Das Zeichen des Ketzers, ausgerechnet ich. Ich hätte das Ritual verbieten sollen, aber insgeheim hat sich geplant, es wenn nötig ein paar unbeliebigen Personen zu verordnen, vielleicht sogar Hiram selbst. Jetzt ist alles verloren, wenn ich auf meine eigene Reflexion in eine trübe Wasserpfütze blicke. Sehe ich nichts als Versagen in mein Gesicht gebrannt. Ich bin ein Ausgestoßener. Und jetzt greift auch noch die Seuche nach mir. Das Fieber steigt bereits und meine Gedanken entgleiten mir wie Hexenfische. Lange dauert es nicht mehr, dann sabbere ich Wehklagen, dann sabbere und wehklage ich und Blut aus den Augen. Letzte Woche noch trank ich feine thyvianische Wein und genoss den Komfort, der mir durch meine Stellung im Orden rechtmäßig zustand. Heute schlafe ich im Schmutz, verloren in diesem edlen und zerstörenden Bezirk. Wenn mein Geist verrottet, dann soll dies meine letzten Worte sein, die letzten zusammenhängenden Gedanken des Thaddeus Campbell, einem großartigen Mann, einem unersättlichen Liebhaber des Lebens mit all seinen Geschmäckern und Gerüchen. Einst Oberaufseher in der großen Hauptstadt Dunwall. Aus den Schwärzen des Nix bringe ich Flüche über das Haupt von Corvo Atano. Er hat mich um alles gebracht, was mir etwas bedeutet hat. Mögen Fliegen in deinen Augen wohnen, Corvo, und mögen all deine Träume zu Albträumen werden, so wie du mein Leben zu einem Albtraum gemacht hast. Das werden wir ja sehen. Meine Ausrüstung! Die hab ich wieder. 4. Fünf. Sechs. Oder? Ich könnte natürlich auch. Lassen wir das. Ach, so schön, meine Ausrüstung wieder dabei zu haben. So schön wie noch nie. Ist hier noch irgendwas brummen? Ich soll das denn jetzt. Nein. Er hat sich schon ganz viel Walwein gesammelt. Wieso leuchtet das so? Hat Walöl so einen Neon-Effekt? Ich frag ja nur.